Guck mal, das Tanzverbot. Hallo! Tschüss! Um den kümmern wir uns. Um den kümmern wir uns. Um den kümmern wir uns. Lustig. Ich glaube, ich switch mal nach unten. Fühl mich hier wohler. Rechts unten in der Ecke. Was hat er gesagt? Sohn hat er gesagt. Habt ihr das gerade gehört? Er hat gesagt, Tanzverbot, du dumme Sohn, ich deine Mutter. Lol. Wo hat er geparkt? Wo ist er? Wo ist er? Hast du gehört, wer ihn so genannt hat? Nee, genau. Da ist sie gleich auf 180. Wo ist er? Bruder, stell dein Handy auf Boden, wenn du mich willst. Sag dir so. Bruder, stell dein Handy auf Boden, wenn du mich willst. Hä? Zu spät. Nein! Wie hast du mich genannt? Dreh dich um! Wie hast du mich genannt? Wie hast du mich genannt? Kennst du mich? Wieso nennst du mich Sohn? Wieso nennst du mich Sohn? Wieso nennst du mich Sohn? Dreh dich um! Sag nicht aus dem Auto, dass ich bin! Komm her! Alter, er macht mich gerade überaggressiv. Ich schwöre, der macht mich überaggressiv. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es. Der macht mich übelst aggressiv. Er nennt mich aus dem Auto. Aber auch richtig lost von den beiden. Wisst ihr, fährt er mit Auto vorbei, große Fresse, und wenn er aussteigt, dann laufen sie einfach weg zu zweit. Red mal normal mit mir, wer bist du? Red mal normal! Du weißt, wer ich bin, du hast einen Kuchen. Red normal, wer bist du? Was ist denn los mit dir? Was denkst du denn, wer du bist? Reinisch. Was bist du denn, Alter? Reinisch. Ja, bist du 16, 17, 18? Reinisch. Du sollst nicht schreien, hab ich gesagt. Sprich doch mal wie ein normaler Mensch mit mir. Sollst nicht schreien, hab ich dir gesagt. Sprich wie ein normaler Mensch mit mir, Alter. Schrei mich nicht an. Ich bin nicht dein Bruder. Wo bin ich dein Bruder? Schrei Wo bin ich dein Bruder? Hatte er gerade seine Hand im Gesicht? Mensch mit mir, Alter. Schrei mich nicht an. Ich bin nicht dein Bruder. Ich weiß nicht. Bruder, wo bin ich dein Bruder? Schrei Wo bin ich dein Bruder? Schrei nicht, schrei nicht. Du hast mir nicht zu sagen, wie ich rede, Alter. Digga, schrei nicht. Dann nenn mich nicht Hurensohn. Jetzt lauf weiter, schrei nicht. Schrei nicht. Lauf weiter. Jeder hat dich gesehen, Bruder. Schön, schön, Digga, schrei nicht. Jeder hat dich gesehen. Jetzt traust du dich nicht mehr. Jetzt traust du dich nicht mehr. Ich kann schreien, wie ich will. Boah, Alter, jetzt zitter ich richtig. Jetzt bin ich so aggressiv gerade. Ich bin so aggressiv. Null, Digga. Was schätzt ihr, wie alt die waren? Ich glaube. Ah, ich weiß nicht. Ja, on stream ist halt dämlich, wenn du ihm eine Respektschelle gibst. So. Einfach den Stream ausmachen. Aber ist natürlich auch gute Unterhaltung für einen Stream. Ich würde auch so sagen, zwischen 16 und 18, oder? Guck mal, wie dünn der ist. Also eher. Ich fand, er hat trotzdem noch eine ziemlich große Fresse gehabt dafür, dass Tanzi ausgestiegen ist und vor ihm war. Ich bin so aggressiv, es tut mir leid, Leute, ich bin so aggressiv. Wer ist er? Ich will, dass ihr ihn seht. Ich zitter gerade, ich bin so aggressiv. Ich bin so aggressiv gerade, Leute, ich bin so aggressiv. Ich bin so aggressiv. Leute, ich bin so aggressiv gerade, ich bin so aggressiv, ich muss mich gerade doll zusammenreißen. Ehrenmann, wer das auf YouTube hochgeladen hat, Alter. Ehre. Das sind die Situationen, wo man mir gesagt hat, mach es nicht. Voll das... intensive Video, Alter. Bruder, das ist mein Kumpel hier! Das ist Willi, Alter! Digga, mein alter Hund ist so klein! Wo ist sein Hund? Der hat eigentlich einen Golden Retriever. Dafür bin ich zu groß, der könnte mich ficken. Wenn ich ihn jetzt kaputt boxe, er kann mich ficken, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und er sich bei mir Geld holen kann. Er macht mich gerade so aggressiv, Leute. Er macht mich gerade so aggressiv. Da ist ein Hund! Da unten ist ein Hund! Lustig, Alter. Aggressiv. Er macht mich gerade so aggressiv. Willst kann du? Ich nicht. Berlin ist ein fucking Dorf. Ein fucking Dorf. Kann ich Willst nicht. Du? Kann ich nicht. Bruder, gib mir die Kann ich nicht. Wir machen 1 gegen 1. Kann ich nicht, weil Bruder. Du dein Verklagst.
Was? Er will 1 gegen 1? Ich muss dir Geld geben. Ich geb dir Hand. Ich geb dir... Halt deinen Maul. Bruder, ich zeig niemanden an. Ich zeig niemanden an. Komm, wir machen jetzt 1 gegen 1. Bruder, komm. Das ist öffentlich, Bruder. Das ist öffentlich. Das ist schon öffentlich, Mann. Das ist schon öffentlich, Bruder. Das ist schon öffentlich. Er will noch 1 gegen 1 machen, Alter. Er wäre so hart verdroschen worden. Auch wenn Tanzi sich noch nie geschlagen hat. Tanzi hätte ihn so hart verdroschen. Safe, Digga. Safe. Ist schon öffentlich, ist schon öffentlich. Einfach der Maul mit deinem 1 vs 1. 1. Leute, Pfandflasche. Bruder, nimm die Pfandflasche mit. Du siehst schon so aus, als ob du die brauchst. Scheiße, der meint's ernst. Jetzt hab ich Angst. Vor allem 1 vs 1 und das. Aber so wie es Kuchen dargestellt hat, von wegen, als Tanzi ausgestiegen ist, dass er denn ja, sich nicht mehr getraut hat, fand ich jetzt nicht, oder? Also ich fand, er hat trotzdem weiterhin eine ganz schön große Fresse gehabt. Das sind 2. Guck, er macht dein Handy weg und das sind 2. Ja, ich muss schon sagen, ich bin halt nicht, ich bin nicht so ein Fighter, aber ich lasse mich nicht so beleidigen. Boah, ich wäre auch richtig ausgerastet. Tut mir leid, Leute, aber so eine Situation. Also, ach, ich weiß aber, keine Ahnung. Also, man muss erstmal in die Situation rein. Wait a minute! Also, man kann das jetzt gar nicht so richtig sagen, aber. Digga, einfach, weil er auch so jung ist, so. Die Situation macht mich überaggressiv. Ich hab ihm nichts getan! Ihr habt das doch gesehen, oder? Ich bin nur daran vorbeigefahren. Einer hat gesagt, yo, was geht? Da sollte man drüberstehen, wenn man eine gewisse Reife hat. Also, ich glaube auch, dass ich nicht angehalten hätte. So, das wäre mir zu dumm gewesen. Oder ich weiß nicht, wie ich mich im Stream verhalten hätte. Keine Ahnung. Und der andere nennt mich einfach so. Und was habe ich ihm getan? Ah, Tanzi ist halt ich habe ihn noch nicht. So. Also. Nichts getan, oder? Leute, ich habe ihm nichts getan. Auf jeden Fall Unterhaltung pur. Habe ich ihm irgendwas getan? Ich bin ein ganz normaler Mensch, der gestreamt hat. Und er kommt zu mir und dann. Oh, das sehe ich nicht ein. Krass, Alter, der Twitch-Chat muss ja so hart abgegangen sein. Die Scheiße, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich bin ein öffentlicher Mensch. Wenn ich mich mit ihm boxe, zeigt er mich. Hat er recht? Wenn ich ihn boxe, zeigt er mich an. Und das ist einfach so. Die Musik im Hintergrund. Tanzi hatte bestimmt auch. Und dann zahle ich Schmerzensgeld. Und ich zahle viel Schmerzensgeld. Mach dir nichts draus, Digga. Hast du es gehört? Ja. Er nennt mich einfach. Ihn kenne ich auch! Das ist der Cousin von einem Kumpel von mir, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, Alter. Der Typ, der ist gerade mal 17 oder so. Digga, der sah mit 15 schon aus wie 25. Nichts machen! Ja, wenn ich will. Dave ist er Ende 30? Nein, Digga, der ist, also ich würde sagen, maybe ist er 18. Der war vor. Weiß nicht, wann habe ich damals da gearbeitet? Vielleicht ist er auch schon 20, aber er ist nicht über 20. Also damals war er 15.